Leidet ihr manchmal unter unerklärlichen Stimmungsschwankungen? Bleibt euch die Luft weg? Plagen euch immer wieder Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen und Hautrötung und ihr wisst nicht wieso? Dann könnte eventuell eine Histaminintoleranz dahinter stecken. Was das genau ist und was ihr dagegen machen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Hi, mein Name ist Dorothea Leinung und ich bin Internistin und Notfallmedizinerin hier bei mir Arzt für dich. Heute geht es um die Histaminintoleranz, etwas, das schätzungsweise bis zu 10% der Bevölkerung betrifft und dabei meist Frauen im mittleren Lebensalter. Grundsätzlich kann die Histaminintoleranz aber jeden treffen, da es sich um eine erworbene Erkrankung handelt. Was genau passiert dabei und welche Rolle spielt das Histamin überhaupt? Also, Histamin ist der Stoff, der vor allem bei Allergien von sogenannten Mastzellen ausgeschüttet wird und zum Beispiel zu Blutgefäßerweiterung, Juckreiz, Hautrötung, Atemnot und so weiter führt. Bei der Histaminintoleranz handelt es sich zwar nicht um eine Allergie, weil hier nämlich keine Antikörper im Werke sind, aber aufgrund der allergieähnlichen Beschwerden spricht man hier von einer sogenannten Pseudoallergie. Wie kommt es jetzt dazu? Also nach heutigem Kenntnisstand entstehen die Probleme dadurch, dass sich im Körper zu viel Histamin anreichert. Der Körper es also nicht mehr richtig abbauen kann. Und das passiert durch eine Enzymstörung. Die beiden Enzyme, die hier vorne nämlich beteiligt sind, sind einmal die DAO, also die Diaminoxidase, und die HNMT, auch bekannt als Histamin-N-Methyltransferase. Diese bauen normalerweise das Histamin wieder ab, sind aber bei histaminintoleranten Personen entweder nicht in ausreichender Menge vorhanden oder funktionieren nicht mehr vernünftig. Dadurch kommt es dann zu einer Anhäufung des Histamins, was dann zu den beschriebenen Reaktionen führt. Erkennst du dich bei diesen Symptomen in irgendeiner Weise wieder? Falls ja, dann schreib es uns doch in die Kommentare und teile uns mit, welche Beschwerden du hast. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bekommt man sowas, beziehungsweise was kann man tun, um es nicht zu kriegen oder um es wieder loszuwerden? Hier sind vor allem drei Wege entscheidend. Erstens, nicht zu viel Histamin über die Nahrung zuzuführen. Zweitens, dafür zu sorgen, dass sich nicht zu viel Histamin im Körper anreichert. Und drittens, die histaminabbauenden Enzyme zu stärken. Was bedeutet das jetzt konkret? Also, es gibt eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, die entweder viel Histamin enthalten oder aber sogenannte Histamin-Liberatoren sind. Dafür also sorgen, dass im Körper vermehrt Histamin freigesetzt wird. Dazu gehören zum Beispiel gut gereifte Hartkäsesorten, Fisch, Spinat, Tomaten und hier leider auch Ketchup und Pizza, Salami, Schinken, Sauerkraut, Rotwein, aber auch Avocado, Erdbeeren, Zitrusfrüchte und leider auch die Schokolade. Neben der Nahrung gibt es außerdem auch noch Medikamente, die du bei Histaminintoleranz kritisch beäugen solltest. Und dazu gehören zum Beispiel bestimmte Schmerzmittel wie Diclofenac, Aspirin oder auch Indomethacin. Aber auch Magensäureblocker, die sogenannten Protonenpumpenhemmer wie Pantoprazol oder Omeprazol, können hier zu Problemen führen. Wenn du Schmerzmittel einnehmen möchtest, aber unter einer Histaminintoleranz leidest, macht Ibuprofen die wenigsten Probleme. Nur so ein Tipp am Rande. Wo wir gerade bei Medikamenten sind, wichtiger Hinweis. Wenn bei euch eine Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel ansteht, dann solltet ihr auch schon beim bloßen Verdacht auf eine Histaminintoleranz diese bei eurem Arzt angeben. Das ist wirklich wichtig, denn dann erhaltet ihr vor der Kontrastmittelgabe ein Präparat, das euch vor einer etwaigen allergischen Reaktion schützt. Denn Kontrastmittel können bei histaminintoleranten Personen zu allergischen Reaktionen führen und mit dieser Prophylaxe seid ihr dann geschützt. Außerdem bietet es sich an, dass ihr euch 24 Stunden vor der Kontrastmittelgabe möglichst histaminfrei ernährt. Jetzt werden sich manche von euch fragen, wie ist das denn in der Schwangerschaft? Muss ich mir hier irgendwelche Sorgen machen? Hier kann ich Entwarnung geben, denn während der Schwangerschaft verschwindet die Histaminintoleranz in der Regel, denn der Körper produziert sehr viel von dem histaminabbauenden Enzym, sodass Schwangere hier keine Probleme bekommen. Und das ist auch gut so, denn Histamin kann dazu führen, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht und das könnte zu vorzeitigen Wehen führen. Glücklicherweise sorgt Mutter Natur hier aber, wie gesagt, vor. Jetzt haben wir über die Dinge gesprochen, auf die ihr besser verzichten solltet. Wozu übrigens auch das Rauchen zählt, nur so am Rande. Sprechen wir doch jetzt aber mal darüber, wie ihr eure Enzyme stärken könnt. Denn das geht durch die Zufuhr bestimmter Nährstoffe. Denn Enzyme brauchen Nährstoffe, um vernünftig arbeiten zu können.
Und die beiden, die Histamin abbauen, sind besonders scharf auf Kupfer, Zink und Vitamin B6. Man nimmt an, dass selbst in unserer Überflussgesellschaft bis zu 40% der Menschen und hier mal wieder vor allem die Frauen unter einem Mangel an genau diesen Nährstoffen leiden. Daher kann es sich lohnen, hier auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen bzw. sich hier gezielt zu ernähren, was natürlich deutlich besser ist, als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. So, wie findet ihr denn jetzt überhaupt heraus, ob ihr betroffen seid? Gibt es da einen verlässlichen Test? Leider muss ich da sagen, nein. Es gibt immer noch keinen Test, der wirklich mit Sicherheit sagen kann, ob ihr eine Histaminintoleranz habt oder nicht. Man kann natürlich die Enzymfunktion so ein bisschen versuchen zu messen, zu testen. Aber das, was man im Handel bekommt, ist immer noch nicht so richtig hundertprozentig zuverlässig. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Kassen diese Tests immer noch nicht erstatten. Am besten ist es tatsächlich, wenn ihr ein wenig Tagebuch führt über das, was ihr so esst und wie ihr darauf reagiert. Und dann gleicht ihr hinterher das mal mit den Lebensmitteln ab, die viel Histamin enthalten oder entsprechend zur Freisetzung von Histamin führen. So könnt ihr sehr verlässlich ermitteln, was euch gut tut und was nicht. Und hier eine entsprechende Ausschlussdiät führen. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir beantworten immer alles zeitnah. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.